So, und da sind wir auch schon wieder im nächsten Part. Im letzten Part haben wir ein paar kleine Zeitreisen unternommen. Und nun wollen wir mal gucken, wo der Duft von Vampirblut herkommt. Weiß es leider. Leute, lasst mich. Als ich weiter umherging, wurden die Schreie und das Rufen lauter und klarer. Im Süden fand eine Art Versammlung statt. Jeder Schrei brachte einen Geruch nach Blut. Magiekugeln wären jetzt nochmal ganz toll. Verbrenne. Ich versuche, mein Morden in keiner Weise zu rechtfertigen. Doch diese Vampirjäger verbergen ihre Blutgier unter dem Schein der Rechtschaffenheit. Heuchler! Sie machen sich selbst zu Recht und Richter in einem. Nun gut. Nun wollen wir sehen, wie sie mit mir als Richter fertig werden. Ja, nur dass ich sie nicht umbringe, weil gerade eh nichts. Das dauert Jahre, gefühlt. Hinein. Wir sind von der Plage befreit. Noch nicht, mein Freund. Ist denn die Pest besiegt, wenn nur eine Stadt davon gesäubert ist? Nein, nein! Soll auch nur ein Wolf des Rudels, das eure Herde angegriffen hat, verschont werden? Nein! Dann lasst sie uns gnadenlos vernichten! Ja! Er ist der Letzte! Vernichtet ihn! Ja! Sie haben Orador. Nicht gerade schön. War das jetzt nochmal? Das Volk wird nicht ruhen, ehe Nosgoth von deinesgleichen befreit ist. Ich wurde verraten. Ah. In meiner Hast habe ich das bisher übersehen. Dieses Zeichen auf seiner Stirn. Das Orakel von Nosgoth war in Wirklichkeit der Zeitgleiter Möbius. Und ich habe auf seinen Rat gehört. Wie stark hat er meine Suche beeinflusst? Willendorf? Die letzte Entscheidungsschlacht? Wilhelm der Gerechte? War dies die Falle, die er für mich erdacht hatte? Yep. Wir schicken dich zurück ins Grab, aus dem du kommst, Vampir. Ja.
Also eigentlich alles, was passiert ist, seit wir den... Ich habe die Zukunft gesehen. Ja. Nein, du bist nicht Teil davon. Also alles, was wir... Oder was passiert ist, seit wir ihm begegnet sind, war geplant. Lasst uns Marionetten der Vergangenheit herbeirufen. Hey, Victor! Ja, nee, danke. Hey, Victor! Guck doch einfach. Kann ich nicht töten? Ach stimmt. Ob das beim View ungefähr darstellen? Hier raus oder hier rein? Das mal machen. Das mal machen. Und der Gegenwart. Hey, Victor! Ja, jetzt beschwört er hier, glaube ich, die ganze Zeit irgendwelche Viecher. Also ja, das hier ist alles ein einziger Bosskampf. Und der künftigen Zeitalter. So, jetzt kämpfen wir gegen uns selber. Was nun nicht? Was ja so sinnvoll ist mit der Waffe. Eine andere haben wir ja im Moment gerade nicht. Also haben wir schon, aber bringt ohne Magie relativ wenig. Hallo. Mehr als da drauf drücken kann ich schon nicht mehr. Ach Gott, das geht mir gerade alles so ein bisschen. Hey, Victor! Hey, Victor! Nein. Erstmal. Verschnellern. Ich. Ja. Das ja. Dann. Es wird jetzt ein einzelnes Hin und Her hier. Flammenschwert. Hallo. Seelenräuber. So. Und nun der Zeitsprunglenker selber. Merkwürdig.
Durch deinen Eingriff in die Vergangenheit wurde aus Wilhelm dem Gerechten Nemesis. Ja, so wie du meinen Plan kennst, kenne ich dein Schicksal, Vampir. Du bist des Todes. Aber ich bin schon tot. Genau wie du. Ich wusste, dass Möbius Sanduhr sein wichtigstes Mittel zum Zeitzauber war. Lebe wohl, Magier! Deine Zeit ist abgelaufen! Gut gemacht, Kain. Möbius hat es genossen, den Geheimnisvollen zu spielen. Seine Rolle als Orakel hat seinen Plänen gedient. Schade um all die Pläne, die er für dich nicht mehr schmieden konnte. Komm, mein untoter Sohn. Schnell zu den Säulen, jetzt kommt es zur Entscheidung. Du kannst endlich Rache üben. Na, wir können jetzt direkt zum Endboss. Ohne vorhin nochmal zu speichern. Fleischrüstung. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte einmal das hier machen. Und ich würde sagen, ich lasse jetzt erstmal noch kurz die Energie wieder volllaufen. Mal wirklich, weil vor dem Endboss muss das sein. Und ja, wir sehen uns dann gleich zum Endboss wieder. Ciao. So, und nun sind wir bereit. Werden hingeflogen. Haben also noch nicht mal die Möglichkeit, irgendwo zu speichern. Aber eigentlich ist der Endboss auch gar nicht so schwer. Nun zurück bei den Säulen. Du hast uns verraten, Mortanius. Du hast Kain umgebracht und ihn zu einem Monster gemacht. Du hast ihn auf uns gehetzt. Es musste sein. Nupraptors Wahnsinn hat unser aller Geist vergiftet. Der Kreis hat beim Erfüllen seiner Pflichten versagt. Er musste vernichtet werden. Wir haben versagt, Idiot. Der Kreis dient uns, nicht wir ihm. Wir haben die Macht, Nosgut nach Belieben zu retten oder zu vernichten. Sei mit uns, Mortanius, oder du bist des Todes. Dann will ich sterben. Wenn der Kreis zerstört werden soll, musst auch du sterben, Totenbeschwörer. Ich bewundere deine Weisheit, aber du kannst dennoch deinem Schicksal nicht entgehen. Nein, ich bin voller Erwartung. Aber nach mir bleibt noch einer zu erledigen, Prinzchen. Gib mir den Rest. Da kommt Freude auf. Warum kann ich mich hier noch gerade nicht verändern? Hey,
Ja, als allererstes ihr die ganze Zeit einfach auf ihn einhauen. So. Das war Mortanius. Noch nicht ganz. Ach, der Typ hat sich, glaube ich, einfach wegteleportiert. Was ist nur nicht. Wo ist der denn jetzt gerade? Ah, da! Ja, wir nehmen automatisch Schaden, leider. Ich habe auch in der Rüstung. Du hast dich für einen König gehalten, wohingegen du nur ein Bauer warst. Du hast deine Schuldigkeit getan, Kain. Ich diene niemandem. In der Tat, wie blind von dir. Siehst du denn nicht? Ich habe Ariel zum Schweigen gebracht. Das ist allerdings erst der Anfang meines Schauerstücks. Und du übernimmst darin die Rolle des tragischen Helden. Nur weiter so, kleiner Vampir. Weiter so. Vae Victis! Hallo. Darf ich wieder? Ah. Anakrotes Magie ging von dem Metall der Waage aus. Am Ende geht die Magie wieder in die Säule zurück, woher sie kam. Die Waage von Anakrote legt dich vor der Säule der Zusteller. Die Säule hat die Gabe angenommen. Somit wurde sie wiederhergestellt. Das Todesauge des Mortanius hatte dem Totenbeschwörer die Macht über das Grab gegeben. Ich hatte ihn für den Letzten des Kreises gehalten. Doch er erwähnte noch jemanden. Vor der Säule des Todes legte ich das Auge von Mortanius ab. Die Säule hat die Gabe angenommen. Somit wurde sie wiederhergestellt. Ja. So. Jetzt ist nur die Frage. Wer ist der Letzte? Vielleicht ist es dieser riesige Muskelprotz hier. Wäre ja zuzutrauen. Wir könnten uns die ganze Sache eigentlich auch einfacher machen, indem wir den Soul überholen würden. Also rausholen würden. Weil kann ich eh erstmal gerade nur noch einen Schlag machen. Seelenräuber. Ja. Nice. Mehr als ein Schlag ist mit dem jetzt gerade nicht mehr drin. Machen halt nur Schaden, wenn wir auch Magie haben. Also, Räumchen weg für dich. Flammenschwert. Was? Flammenschwert? Glaub mich nicht an Salem. Also ich glaube, andere Attacken als dieses Verschwinden und irgendwo auftauchen macht er, glaube ich, gar nicht. Wow! Ah, jetzt können wir hier das speichern, das ist sehr gut. Dann fördert, dass ich was ändern will.
glaube ich, noch eine Sequenz kommen, ja. Ich bin die letzte Säule. Der einzige Überlebende des Kreises der Neun. Ich kann ganz nach Belieben die Welt erlösen oder verfluchen. Nach meinem Belieben. Gut, also, wie ihr seht, es gibt zwei Enden. Ja, Heresy of Cain hatte eigentlich ein offenes Ende. Man konnte sich das halt frei aussuchen. Problem ist, aufgrund dessen, dass es ja noch vier weitere Spiele gibt, gibt es eigentlich nur noch ein Ende. So, und Gott sei Dank gab es ja eben den Save. Ich werde euch erstmal das andere Ende zeigen. Nicht das offizielle, was ich wählen würde. In den Zeiten blieb er unerkannt. Ein unbedeutender Adliger. Sein Tod änderte daran nichts. Er wählte aber die Vergessenheit, um das Gleichgewicht im Land wiederherzustellen. Schattenwesen werfen keine Schatten. Kann ich das hier bringen? Nein, kann ich nicht. Ich muss mir jetzt hier meine, ja, 19 von 100 Secrets, ja. Okay. Ich habe die Hoffnung. Okay, kann ich nicht. Dann sehen wir uns hier gleich wieder. So. Und zeige ich euch das Ende, was ich selber gewählt habe beim allerersten Mal spielen. Und was für mich rein theoretisch das einzige und logische Ende ist, dadurch, dass es ja noch vier weitere Teile gibt. Und ja. Zeige ich euch, was passiert wäre, wenn wir, oder was passiert, wenn wir uns nicht opfern. Als ich meine Macht erhielt, erkannte ich, dass Vorador recht hatte. Wir sind Götter. Finstere Götter. Und unsere Pflicht ist es, eine Auslese zu treffen. Ja, das Ende ist kein wirklich schönes Ende. Das Bild, was ihr aber gesehen habt mit den zerstörten Säulen, das solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Spätestens, wenn ich Monaten den zweiten Teil spielen werde. Also, für mich ist der zweite Teil nicht Blood Omen 2, sondern Soul Reaver 2. Soul Reaver 1. So. Und ja. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit dem Spiel. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Denn ich liebe diese Reihe einfach nur. Ja, göttisch. Ich kann es direkt nochmal durchspielen. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht, dass ich nicht alle keine Secrets gemacht habe. Aber ich weiß nicht. Das reizt mich bei Blood Omen tatsächlich einfach nicht. Mich reizt hieran wirklich nur die Story und der Soundtrack. Grafisch ist es ja. Ja, es ist von 96, es ist 23 Jahre alt. So alt wie ich. Ich hätte jetzt sonst gesagt, das Spiel ist alt, aber muss ich ja sagen, ich bin auch alt. Aber naja, ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Ich hoffe, es hat euch ebenfalls gefallen. Und vielleicht wollt ihr es ja auch irgendwann mal spielen. Wer weiß, vielleicht habe ich euch da ja so einen kleinen Anschluss gegeben. Ich finde auf jeden Fall, dass diese Reihe, auch wenn sie Fans hat, viel zu wenig Aufmerksamkeit kriegt. Und ich bete immer noch, dass es irgendwann ein Remake gibt. Kein Remaster, einfach ein Remake. Ich bete dafür. Und ja. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare. Abonniert mich, wenn euch die Videos gefallen. Oder ihr andere Videos noch
sehen wollt auf meinem Kanal. Und wenn ihr wissen wollt, wann welche Videos kommen, betätigt die Glocke. Ja, und wenn ihr Lust habt, dem Discord-Server von mir beizutreten oder auf Steam oder sonstiges, die Links sind alle in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen und ja, danke für die Leute oder an die Leute, die fleißig zugesehen haben und auf Wiedersehen. Ciao!